Ich hoffe ja sehr, dass wir hier nicht irgendwelche dunklen Geheimnisse finden in diesem Schuppen. Eigentlich wünsche ich mir das doch. Doch, ich wünsche mir das. Ich möchte irgendwas finden, was hier nicht reingehört. Überhaupt. Überhaupt nicht hier reinpasst. Irgendein Bunker. Wie bei Life is Strange, wirklich. Ich hoffe es sehr. Aber mal gucken. So, den Stall erstmal angucken. Wir öffnen das Schloss mit absoluter Präzision. Wie das eben von einem Sheriff so gewünscht wird. Da liegt ein totes Pferd? Oder ein Esel? Oder... Es ist am Leben, aber... Das sieht absolut nicht gesund aus. Es ist ein Pferd. Eimer haben wir hier. Moment, was ist denn... Pferdeäpfel. Wie lange bist du denn schon so hier? Ich wollte gerade sagen... Alter... Wie lange bist du hier, dass du so viel Dung von dir gibst, muss man ja schon sagen. Was mit dem Eimer? Kein Wasser mehr! Alter, wir müssen dem Pferd Wasser bringen. Wir müssen dem Pferd Wasser bringen. Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Da hängt ja schon ein Schlauch drin. Auf jeden Fall, dem Pferd helfen, ja. Na du? Was ist denn mit denen los? Warum lassen die das Pferd denn hier versauern? Oder die können ihm nicht mehr helfen, weil denen irgendwas passiert ist. Oh, alles möglich. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Okay, füttern und Wasser geben. Ja, wir haben hier schon Äpfel für dich. Sorry. Nein. Hier ist auf jeden Fall was zu essen. Oh ja, Möhren, let's go. Nimm alles. Nimm alles mit. Nicht nur eine. Willst du mich verarschen? Alter, das ist ein riesen ausgewachsenes Pferd. Nimm alles mit. Der legt die Möhre wieder zurück. Du sollst mehr Möhren nehmen, Mann. Okay, Moment, Moment. Werkzeug. Ja, wir schauen uns das mal an. Was ist das hier? Hier ist gar nichts. Noch ein Traktor. Hier könnte man auch hoch. Ich würde gerne gleich hochgehen. Auf dem Boden liegt nichts. Ja gut, dann geben wir dem Ferdi halt eine Möhre. Die er inhalieren wird, Freunde. Die wird er einfach nur inhalieren. Das war's. Der wird sich denken, was war das? Hab ich irgendwas zwischen den Zehen gehabt? Vielleicht müssen wir aber auch erstmal langsam starten. Mein Guter, hau rein. Langsam. Despacio. Despacito. Füttern. Das war füttern. Okay. Ich dachte, wir bringen ihm jetzt, keine Ahnung, ein halbes Schwein oder so. Noch eine Möhre. Er muss wenigstens noch eine weitere Möhre bekommen. Es geht nicht anders. Ich muss. Es bringt nichts. Komm, mein Freund. Wenigstens zwei Möhren. Despacito, mein Freund. Despacito. So, zwei Möhren sollte reichen. Für die nächsten drei Monate. Sorry. Okay, hier war ja nichts. Wie kriegen wir das Wasser eingeschaltet? Hier ist so ein Wassertank. Denke ich. Werkzeug. Wir schauen uns erstmal auf dieser Etage um. Vielleicht sollten wir das Pferd einfach erlösen. Nein, natürlich nicht. Okay, hier hängt alles noch, oder? Also nichts fehlt. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Da ist eine Axt, da ist eine Schaufel, ein Hammer, ein dicker Hammer, eine Machete, glaube ich. Es ist alles da, also nichts fehlt. Oh, Moment, das, hier geht's also hin. Ja, 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 Wasserhahn. Bitte sag mir, da kommt Wasser raus. Sauberes Wasser. Das hört sich schon mal sehr gut an. Mein Freund, bedien dich. Wir kriegen dich schon wieder aufgepäppelt.
El gusto es mío. Sí. Wahrscheinlich heißt das, es war mir eine Freude, irgendwie sowas. Okay, das Pferd steht auf jeden Fall wieder. Ich glaube, das war gut. Das musste sein. Kommen wir hier irgendwie hoch? Die Säcke versperren den Weg hier hoch. Dann nehmen wir eben diese Treppe. Was ist mit den beiden passiert? Warum füttern die das Pferd nicht? Ihr Wahnsinnigen! Okay, es geht noch weiter hoch, aber ich bleibe erstmal auf dieser Etage. Hier gibt es einige Sattel. Ja, wunderschön. Da hinten ist wieder irgendwas Werkzeug, ein Werkzeugtisch oder so. Eine Werkbank, so heißt das Ding, mit einer fetten Kettensäge. Mhm. Okay. Ja, interessant. Oh, Moment, da ist ein Foto. Adam, sagst du mir, warum mein Assistent bei seinem Abschluss blaue Haare hatte? Oh nein, ich hab Tante Esther doch gesagt, das Bild soll weg. Ich hatte eine Wette mit Marcello. Wenn ich vor seiner Masterarbeit meinen Abschluss gehabt hätte, wäre er dran gewesen. Wo war's? Erzähl ich später. Das ist also Adam. Dann wissen wir jetzt, wie Adam aussieht, okay? Gehen wir weiter hoch. Gehen wir weiter hinauf in diese riesige Scheune. Hier geht's noch weiter hoch. Okay. Hier ist dieser Heuballen, den wir von draußen gesehen haben. Ich frage mich, wie die diesen Karren hier hochgebracht haben. Wie? Und vor allem, warum? Was soll man hier oben mit so einem Karren? Okay. Muss ja jeder selber wissen. Hier gibt es jede Menge Heuhaufen. Strohballen. Kein Heuhaufen. Hier ist ein Seil. Aha. Okay. Strohballen. Ja, das war ein intensiver Blick, der uns sonst nichts weiter eingebracht hat. In die Ferne kann man auch nicht gucken. Was ist mit dem Seil? Kann man den Strohballen nach unten befördern? Das sieht danach aus, ja. War das eine... Oh Gott, ich dachte, das war eine Hand. Es ist nur ein Handschuh, den wir uns nicht mal angucken können dürfen. Warum? Was hat es gebracht? Okay. Strange. Gut, sonst können wir hier nichts machen. Vielleicht brauchen wir den Handschuh später. Vielleicht. Vielleicht sind wir viel zu früh jetzt hier. Aber ich gehe halt eine Etage nach der nächsten. So, wo sind die? Sind die noch im Haus? Die beiden? Und können nicht aufmachen, weil die beide tot sind? Ich weiß es nicht. Hier oben scheint nichts zu sein. Wobei, da hinten geht es noch weiter. Zum Dach. Es geht noch weiter hoch. Himmelswillen. So, das Fenster. Schauen wir uns mal an. Adam? Warte mal, Nick. Was? Sorry, bin wieder da. Alles okay? Der große Baum. Auf dem Feld hinter der Scheune. Wer liegt darunter? Mein Cousin Leonard. Hab ihn nie kennengelernt. Mhm. Wie lange ist es her? 50 Jahre? Okay. War eine Totgeburt. Oh. Meine Tante wäre fast gestorben. Sie mussten ihr die Gebärmutter rausnehmen. Oder die Eierstöcke oder so. Alter. Weg. Bist du noch da? Hört sich furchtbar an. Danke, Mann. Wir sehen uns auf dem Revier. Eine Totgeburt, das ist wirklich... Das tut mir sehr leid. Okay, man kann hier nicht rausgucken, es ist zu hell. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir aufs Dach. Was auch immer wir hier oben finden. Oh. Vögel.
Und ein Handschuh. Der zweite Handschuh. Okay, Moment. Erst die Vögel. Da ist ein Nachzügler. Die gibt es immer. Die langsamen Vögel. Okay, was hat es mit den Vögeln auf sich? Ist das eine Anspielung auf den Film Die Vögel vielleicht? Kann natürlich sein. Von hier oben sehen wir die Wäscheleine. Das Haus von oben. Die Wälder, aber auch eben den Handschuh. Was soll das heißen? Was soll das bedeuten? Kann man von... Oh, Moment. Von hier kann man auch den Handschuh sehen. Aber man kann nichts damit machen. Ich kann auch nicht zurück aufs Dach. Ich habe die Befürchtung, dass ich irgendwas übersehe. Vielleicht aber auch nicht. Okay, wir gehen wieder runter. Wir gehen wieder runter. Vielleicht können wir jetzt was mit diesem Handschuh anstellen. Ich gehe mal kurz hin. Nö. Nichts. Nichts kann man damit anstellen. Dann sehen wir eben nach unserem Pferdi. Nach unserem Ferdinand. Der gibt ja lustige Geräusche von sich. Ich glaube, dem geht es wieder besser. Hoffe ich. Ah ja, oh ja, guck mal. Na, kleiner Mann? Was geht denn? Laufen ist gerade nicht. Komm erstmal wieder zu Kräften. So ist es. Aber ich bin froh, dass wir ihn wieder auf die Beine bekommen haben. Ich dachte ja zuerst, das Pferd ist tot. Oder der Esel. Können wir noch eine Möhre nehmen? Einfach so. Einfach so. Und ihn nochmal füttern. Das würde ich gerne tun. Ein Festmahl. Guck mal, eine Trophäe kriegt man dafür sogar. Das ist voll der Trophäenleitfaden hier. Das Pferd ist glücklich. Somit bin ich es auch. Maiskolben können wir ihm aber keins geben. Dann ist das so. Wir gehen wieder raus. Nick, huch. Bist du da? Nur mal nebenbei. Du hast in einer halben Stunde einen Termin beim Bürgermeister. Oh. Oh nein. Hey, ich kann Frankie Lane hören. Wie geht's ihm? Ich muss ihm die Wahrheit sagen. Ich glaube nicht, dass sich dein Onkel sehr gut um ihn kümmert. Im Ernst? Der Alte baut echt ab. Du wirst pünktlich sein, oder? Du übernimmst besser für mich, ja? Schon wieder? Fauler Sack. Das hat mit faul nichts zu tun, Mann. Wir haben hier zu tun. Wir haben hier tatsächlich zu tun. Kann man irgendwie an dieses Grab kommen? Kann man irgendwie dahin kommen? Von hier? Wo ist denn das? Der große Baum, wo ist denn der? War der auf der anderen Seite der Scheune? Hier kann man schon mal nicht durch. Ich gucke nochmal gerade, ob wir irgendwie an diesen großen Baum kommen. Mit dem Grab von Lennart. Aber ehrlich gesagt, ich sehe den Baum nicht mal. Da hinten ist der Baum, ne? Ist aber taktisch gut versperrt. So, dass man ja nicht hinkommt. Okay, das klappt nicht. Dann nicht. Versuchen wir nochmal anzuklopfen. Oder können wir wegfahren? Können wir nicht. Also wir sind noch nicht fertig hier. Ich würde gerne einfach reingehen. Warum geht der nicht einfach rein? Erneut klingeln. Aufmachen. Wir klingeln noch. Ja, nein. Weißt du was? Wir gehen rein. Wir sind der Sheriff, wir dürfen. Wir machen uns Sorgen. Wir haben auch einen guten Grund, das Pferd wurde seit Tagen nicht gefüttert. Aber es ist zu. Hereingehen? Ist nicht zu? Oh, ist nicht zu. Okay, die Musik wird sehr angespannt plötzlich.
Finden wir jetzt zwei Leichen hier. Okay, wir sind hier mit dem... Mit der Hand an der Waffe. Das... Gefällt mir nicht so gut. Was ist denn mit dem Spiegel hier los? Wir sind ein Vampir. Man kann uns einfach nicht sehen im Spiegel. Wir sind der Böse hier. Der Sheriff ist es gewesen. Egal was es ist, es war der Sheriff. Denkt an meine Worte. So. Oh, Frühstück. Ja, okay, das ist aber... Das sieht nicht mehr frisch aus. Und das riecht auch nicht mehr frisch. Oder? Alter, was ist denn hier passiert? Boah, ist das hell. Die Sonne, die brutzelt hier einfach rein. Okay. Was ist das? Ein Geldglas. Immerhin haben sie euch nicht ausgeraubt. Was heißt denn nicht ausgeraubt? Woher willst du wissen, dass hier jemand eingebrochen ist? Okay. Das war jetzt voll random. Der geht davon aus, dass es hier ein Straftat vorliegt, dass sie ausgeraubt wurden. Ein Raubüberfall, Überfall. Eine Fotografie. Ist das Adam? Man kann sich sonst nichts angucken. Dann gehen wir zurück. Okay. So. Das Foto haben wir schon gesehen. Gibt es hier in der Ecke noch irgendwas? Die Schlüssel hängen. Meistens ist das ein Indikator dafür, dass sie das Haus nicht verlassen haben. Ich gehe davon aus, dass sie hier sind. Und das macht es gerade etwas düsterer alles. So, wir schauen uns jeden Raum mal an. Hier hängt ein Eimer im Badezimmer. Das ist nicht so schön. Wasserhahn. Tropft. Stell das ab. Ja, das... Ja, Wasserverschwendung. Muss nicht. Schon besser. Ja, nicht vergessen, hier zu flaschen. Also hier den Abzug zu drücken. The best seat of the house. Der beste Sitz des Hauses. Dem kann ich nur zustimmen. Okay. Das sieht aus wie ein Nähzimmer. Ich weiß nicht, was ich... Stickerei. Ich weiß nicht, was mich darauf bringt, dass das ein Nähzimmer sein könnte. So, wir können uns die Stickerei anschauen. Unser kleiner Engel... Was? Unser kleiner Engel hilft uns vom... Vom was? From heaven. Oh. Vom Himmel. Aber... Es ist noch nicht fertig gestickt. Das war wahrscheinlich für Lennart, oder? Höchstwahrscheinlich für Lennart, aber nicht zu Ende. Saving is my therapy. Sewing, ach so. Ja, okay. Also hier. Das ist Therapie, was sie da drin macht in dem Raum. Musik? Moment mal. Schieß nicht. Schieß nicht. Nicht vorschnell handeln. Okay, der Wecker ist angegangen, wie es aussieht.
Okay, um 0 Uhr? Der Wecker war aus. Wir haben doch keine 0 Uhr hier. Da oben hängt ein Gewehr. Merkt ihr das? Merkt ihr das für gleich, wenn eine Pistole nicht mehr da ist? Bademäntel oder Schlafmäntel? Beide hängen hier. Ja, wir sehen uns wieder nicht im Spiegel. Sheriff Vampir ist wieder unterwegs. Wir könnten in die Badezimmertür. Ja, sonst können wir in dem Raum hier nicht wirklich viel machen. Was finde ich jetzt dahinter? Die Leichen der beiden oder was? Nicht schießen. Was auch immer du tust, Sheriff, nicht schießen. Tranquilo, Mann. Tranquilo, esse. Dahinter hängt bestimmt niemand. Wer hängt denn bitte da in den Bademantel rein? Also in die Dusche. Okay. Mysteriös alles. Und so viele Toiletten. Die haben so viele Toiletten hier. Warte mal, warum gehst du nur raus? Spinn's wohl. Ich will mich hier noch umsehen. Ich will mich hier im Spiegel betrachten. So. Hier ist sonst nichts mehr, glaube ich. Noch eine Toilette. Hinter der Tür war da auch eine Toilette. Was ist denn das? Ach, das ist gar keine Toilette. Das ist ein Bidet. Heißt das Bidet? Ich glaube schon. Schrank? Konnten wir den Feuer nicht öffnen? Oder ich habe es übersehen? Maybe. Wir öffnen den Schrank. Und da drin sind die Leichen der beiden. Doch nicht. Oben auf dem Schrank ist ein Koffer, den er sich sehr verdächtig angeschaut hat. Aber weiter auch nichts. Er will nicht an diesen Koffer ran. Klar. Kann ich jetzt vielleicht doch noch irgendwas Neues mir ansehen? Nicht so. Okay, also hier haben wir nicht wirklich was gefunden. Gegenüber ist ein Kinderzimmer, wenn ich es richtig sehe. Und noch ein Foto. Oh, das ist aber mit Ed Miller. Die Tapete auch wunderschön mit den Hühnern. Traum. So ein richtiges Landhaus. Von da kamen wir. Wir gehen ins Schlafzimmer des Kindes. Also das Kinderzimmer. Leonard, der kleine Engel. Aber das ist schon 50 Jahre her. Halt uns einen Platz im Himmel frei. Das ist schon 50 Jahre her, laut Adam. Und es war eine Totgeburt. Sheriff ist sauer. Können wir da nichts mehr machen? Okay. Wir gehen wieder zurück. Wir haben nichts gefunden. Was? Oh, der Keller. Natürlich, der Keller. Der schlimmste Raum in einem Haus. Da werden wir was finden. Oder der Dachboden. Aber den haben wir jetzt nicht gefunden. Irgendwo müssen die beiden ja sein. Was denn? Oh, es stinkt wohl. Das ist kein gutes Zeichen, muss ich sagen. Wenn es in einem Raum stinkt. Kaputt, das ist ein flackerndes Licht, okay. Dieser Gestank kann natürlich von allem Möglichen kommen. Schlecht gewordenes Essen. Keller durchsuchen, okay. Oder eben verwesende Leichen, Freunde. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, aber
Wir müssen uns auf alles gefasst machen. Boah, das Licht. Das Licht geht mir schon auf den Sack. Noch eine Kettensäge. Das Texas Chainsaw Massacre hier oder was? Okay, hier ist gar nichts. Dann gehen wir da rüber. Buh. Okay, da ist eine Plane mit irgendwas drunter. Nick, der Bürgermeister ist weg. Soll ich erzählen? Gleich. Nick, alles in Ordnung? Ausschalten? Wir beruhigen ihn erstmal. Ich hab zu tun. Ich melde mich später. Adam beruhigen, indem man ihm sagt, ich hab zu tun. Flüsternd. Voll die Beruhigung. Okay, bevor wir da rüber gehen, wo offensichtlich irgendetwas liegt. Oh Gott, ist das eine Leiche? Ja, okay, komm, wir gehen mal hin. Wir gehen mal hin. Decke. Oh, shit. Jede Menge Fliegen um diese Decke herum. Ich frag mich, warum? Cliffhanger, ernsthaft? Du zeigst mir nicht mal, was da drunter ist? Spiel. Mach mich nicht kirre. Zeig mir, was drunter ist, Mann. Keine andere Szene jetzt. Okay. Was auch immer wir da drunter gefunden haben, wir erfahren es wahrscheinlich später. Wir sind wieder die gute alte Psychologin. So alt ist sie gar nicht. Und sie chillt immer noch in der Sonne am See. Das ist doch schön. So lobe ich mir meinen Arbeitsalltag. Oh Gott, dieser Klingelton, den höre ich jeden Morgen. Ich liebe es. Direkt auf Schlummern. 10-mal. Kann man sogar schlummern? Nein, wir können nur stoppen, oder? Ausschalten, schlummern, 10 Minuten länger. Nein, wir sind Profi. Wir sind Profi, es reicht. Das hat schon einen Grund, warum wir 14 Uhr gemacht haben. Ich persönlich hätte jetzt 10 Minuten länger gemacht. Da ist die Tante. Ich wollte sie gerade rufen. Ed, warte. Natürlich, ja, ich bin auf dem Weg. Ich vertraue dir nicht. Wir könnten uns... Na, ich wollte mir den Steg noch angucken. Mist. Kade, vielleicht kommen wir ja nochmal wieder. Was zum Henker? Oh, der Cliffhanger. Und, was ist es? Zeig es mir! Das ist eine Leiche, Freunde. Ein männlicher Körper, glaube ich. Ja, männlicher. Okay. Sam. Ist das Sam? Adam. Ja, wir müssen Adam Bescheid geben. Zuerst Adam informieren. Zuerst die Forensik. Ja, gut. Ich meine. Erstmal Adam. Komm, Adam geht vor. Er muss es natürlich auch wissen. Adam, ich muss dir was sagen. Ich bin im Keller. Und ich habe... Was geht denn jetzt ab? Diese Musik...
Wird er etwa in Verbindung gebracht mit dem... Mit dem Toten? Mit dem toten Sam? Also der Ed Miller jetzt? Okay, aber wo ist die Frau? Wo ist dann die Frau? Ist sie jetzt einkaufen gefahren? Oder ist sie auch irgendwo tot und liegt rum? Hm. Ja, das wird noch interessant, ich sehe schon. Mhm. So. Die zweite Sitzung erwartet uns, mein guter. Aufstehen. Ed? Sollen wir anfangen? Das heißt wohl nein. Also, warum erzählen Sie mir nicht von Ihrer Kindheit? Was wollen Sie denn wissen? Was Sie gespielt haben? Wie weit oben? Wegen der Höhenangst. Das Baumhaus ist wunderschön. War es auch. War es auch. Was ist passiert? Warum hat er plötzlich Höhenangst bekommen? Und was ist mit seinen Eltern passiert? Hm. Questions über Questions. Kindheitserinnerung anhören. Oh, cool. Erleben wir jetzt Ed als Kind? Das sah sogar so aus wie ein Kind. Ich hoffe, wir finden heraus, was mit ihm passiert ist. Gibt es eine Möglichkeit, dass man das nicht herausfindet in dem Spiel, wenn man Hinweise nicht findet oder so? Wir versuchen natürlich alles herauszufinden, ne? Keine Angst. Okay, wir sind Pirat, das ist Ed. Die Tante hat's ja erzählt. Hey, ihr Landratten, jetzt haben wir sie, Enten! Flanagan, mein Haken! Da liegt aber jede Menge Gold. Wo kommt das denn her? Oder ist das Einbildung? Ist nicht deine Kabine, Captain Roberts. Donnerkeil, Flanagan. Ohne mein Haken kann ich das Schiff nicht entern. Ich glaube, der ist noch auf Skull Island, Captain. Den bringst du mir lieber ganz schnell, wenn du nicht als Fischfutter enden willst. Ed, Kumpel, komm mal bitte in mein Büro. Okay, Dad. Flanagan, alle Mann an Deck. Oi, Captain. Gouverneur Miller erwartet mich in einer höchst wichtigen Angelegenheit auf dem Vorderdeck. Okay, mit Sneakers. Die Musik dabei. Schauen wir uns mal die Truhe an. Ich habe genug spanische Dublonen, um mir meine eigene Insel zu kaufen. Nicht schlecht. Da mein Hut. Ein einzigartiges Stück von Richard Longhand Evans, dem besten Hutmacher auf Skull Island. Moment mal, war mein Haken nicht bei meinem Zeug, als ich in dem Hutladen war? Weiß ich nicht, ich war nicht dabei. Ein Entermesser. Ich habe erst Entenmesser gelesen. Einfach die spanischen Dublonen erstochen. Du Mörder. Okay, und ein Fernrohr. Suchen. Ich hab's doch schon gefunden. Was heißt denn suchen? Wonach suchen wir? Nach unserem Haken? Der Markt auf Skull Island sieht ruhig aus für diese Jahres. Wie ich es mir schon gedacht hatte. Da ist ja dieser Süßwassermatrose Longhand Evans. Okay.
Und was heißt entdecken oder spähen? Habe ich Admiral Lorenz aus den Händen gerissen, nachdem ich das Schiff seiner Majestät versenkt hatte. Gute Arbeit. Sehr, sehr gut. Da liegt noch eine Waffe links, die kann man sich nicht angucken. Suchen haben wir schon gemacht, ne? Gut. Vielleicht brauchen wir das Fernrohr gleich nochmal. Was ist das hier? Flagge. Erfüllt die Herzen unserer Feinde mit Furcht, aber manchmal ist es besser, sie zu überrumpeln. Nette Flagge, auf jeden Fall. Komm, wir holen die mal ein. Aha! Wenn diese Landratten kapieren, was hier läuft, ist es längst zu spät. Natürlich. Hissen. Okay, wir können die Flagge auch wieder hissen. Ja, momentan nicht. Erstmal gucken. Kabine von Captain Roberts. Arr, wenn ich weiter so Schätze, Relikte und Talismane anhäufe, muss ich bald an Deck nächtigen. Das glaube ich aber auch. Wollen wir an Deck gehen oder kann man sich hier noch was angucken? Ein Steuerrad. Geht zur Seite, getreuer Flanagan. Wir nähern uns dem Mahlstrom am Ende der Welt. Der nimmt seine Rolle sehr ernst, muss ich sagen. Kurs halten oder rechts drehen? Wir halten mal den Kurs. Nicht vom Kurs abweichen, nicht einen... Zoll? Grad? Ach, egal. Nicht vom Kurs abweichen, nicht ein Stück. Ich weiß auch nicht, wie es heißt, ehrlich gesagt. Okay. Flanagan? Ans Ruder. Oder muss ich alles selbst machen? Natürlich nicht. Du machst nicht alles selbst. Selbstredend nicht. Kann man hier sonst noch irgendwas machen? Steuerrad haben wir hier. Truhe haben wir uns angesehen. Die Flagge haben wir geguckt. Wir gehen mal an Deck. Was? Ach, da muss man gedrückt halten. Warum auch immer? Weil man nicht zurückkommen kann, oder? Wahrscheinlich deswegen. Bist du dir wirklich sicher, dass du hier weg willst und dir alles angesehen hast? Mit anderen Worten. Okay. Heckkastell. Also wir können doch zurück. Eine sehr schöne Gegend. Sehr ländlich. Sehr chillig. Hier haben wir sogar so ein Reifen, mit dem man schaukeln könnte. Okay. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes, bevor wir irgendwie reingehen? Weil der Vater hat uns ja gerufen. Hier ist noch ein Reifen. Einmal, als wir von unserem Haus in San Francisco hierher unterwegs waren, hatten wir einen Platten und auch fast einen Unfall. Das war echt cool. Ein Unfall zu haben ist echt nicht cool, Mann. Ich würde mich richtig abfacken. Okay, hier geht's nicht weiter. Die Alpha-Wand lässt uns nicht. So, immer noch eine kleine Schubkarre. Schubskarre, wohl eher. Ich sag nur The Quarry. Moment. Garten? Früher war hier mal ein Garten, aber weil Dad so sehr mit seinem Roman beschäftigt war, musste sich Mr. Franklin darum kümmern. Also ein Riesengarten ist das auf jeden Fall, ja. So, da hinten ist noch eine Hütte. Hier kann man auch reingucken, so ein bisschen. Das sieht so ein bisschen komisch aus von hier, muss ich sagen. So ein bisschen unwirklich. Wie so ein Bild sieht das aus, oder? Wenn man da reinguckt. Das geht alles irgendwie schräg nach oben. Sieht auf jeden Fall strange aus. Was ist mit dem Baum hier? Ausgetrockneter Baum. Mr. Franklin sagt, er sei an Altersschwäche eingegangen. Der hat ja keine Ahnung, dass das der Hauptmast ist, der vom Blitz getroffen wurde. Und die Haare vom Ausguck rochen danach wie Brathähnchen. Brathähnchen. Boah, jetzt habe ich Hunger. Du Sack. Ich liebe Brathähnchen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier reinkommen, aber ich würde mich gerne draußen umsehen noch. Da ist noch ein Ball.
Ja? Man kann die Spannung im Great Western Forum förmlich spüren. Das Publikum verstummt. Nach einer eher durchwachsenen Saison steht die Karriere von Ed Miller auf dem Spiel. Es geht um alles oder nichts. Okay. Miller wirft. Triffst du? Natürlich. Und treff! Die Lakers beenden ihre dreijährige Durststrecke mit dem Meistertitel und Miller hat einen neuen Spitznamen. Magic Miller. Auch dafür haben wir eine Trophäe bekommen. Schön. Sehr, sehr schön. Also die Trophäen hier, die sind schon witzig. Die sind sehr, sehr, sehr witzig. Also wer hier eine Platin-Trophäe sucht, ich glaube, die ist einfach zu bekommen. Bei dem Game hier. Die sind jetzt nicht wirklich herausfordernd, die Sachen, die man hier machen muss. Ich weiß nicht, ob man da hinten hinkommt. Aber bevor wir reingehen, würde ich doch schon gerne mich hier umsehen. Wenn das geht. Oder dreht er sich gleich um? Er dreht sich um, natürlich. Sorry. Aber kann man hier hoch? Kann ich hier hoch? Okay, noch kriegen wir den Weg nach oben hin. Wo kommen wir denn hier hin? Aber hier ist ja nicht unser Schiff, oder? Also unser Baumhaus. Das ist ein anderer Ort hier. Mit ein paar Bänken aus Holz. Aha, was ist das denn? Piratenspion Guillon. Ich habe meine Crew über die ganze Karibik verteilt, um meine Feinde auszubaldowern. Welch gute Neuigkeiten hast du zu vermelden, Piratenspion Gulong? Alles in Butter, Captain Roberts. In Butter. Alles in Butter. Alter. Ja, moin. Alles in Butter, Captain. Captain Blaubeer. Okay, ja, das war lustig. Das war cool. Okay, der ist hier nur zum Ausspionieren, glaube ich. Sonst kann man hier nichts finden. Wir versuchen mal reinzugehen. Ins Haupthaus oder da? Ich probiere erstmal hier rein. Habe ich das überhaupt schon versucht? Nein, aber das geht auch nicht. Wow, wo kam das Licht gerade her? Hier sind wir schon lang. Was ist mit dir? Hier kommt man rein. Plötzlich wird's hell. Die Augen müssen sich erstmal an die Dunkelheit gewöhnen. Ein Fahrrad. Ist das unseres? Ja. Was jetzt? Was tut er? Okay. Das habe ich ehrlich gesagt auch gerne gemacht damals, als ich ein Fahrrad hatte. Wenn ich Reifen gewechselt habe oder so und das umgekehrt aufgestellt habe, so wie dieses hier, habe ich auch immer gerne die Reifen gedreht. Ich weiß gar nicht warum. Das hat einfach dieses Geräusch gemacht. Ich habe das Geräusch, glaube ich, gemocht. Ja. Wir nehmen eine Säge. Können wir leider nicht. Hier ist eine Blaupause. Auch die können wir uns nicht schnappen. Okay, was hat das jetzt hier gebracht mit dem Fahrrad? Nichts. Einfach nur nostalgische Gründe, diesen Sound zu hören. Was ist das hier für ein Riss? Ist kein Riss. Okay. Können wir jetzt reingehen ins Domizil der Millers oder nicht so? Von hier kommen wir nicht rein. Dann versuchen wir den Haupteingang. Oder? Wenn das geht. Da hinten ist die Tür. Sofort, liebe Tür. Ich gucke nochmal gerade, ob wir hier noch was haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Geh mal rein. Bordeck. Okay, auch hier müssen wir gedrückt halten. Wir wechseln also die Szenerie. Hallo. Jetzt ist es an der Zeit, ein Heben zu gehen. Ich habe einen Durstweh. Ja.
Was willst du denn trinken? Dad. Komm, wir trinken vorher noch einen Grog, oder? Was trinken? Auf jeden Fall. Küche ist da hinten. Huch. Juicy Blue, Juicy Blue. Mm-mm-mm-mm-mm-mm. Wir heben ein. Auf jeden Fall. Ich suche jetzt den Grog hier.